Hallo Freunde und willkommen zurück zu einer entspannenden Zaraka, Folge was von gibt's? Spellforce, wo wir uns in der letzten Folge mit dem, beziehungsweise wo wir den Nexus-Stein geholt haben, den wir brauchten, und auch entsprechend von der verlorenen Insel wieder zurückgekommen sind. Wir haben auch den Schamanen mitgebracht, der sich hier irgendwo rumtreiben müsste, aber der ist jetzt nicht so interessant. So, ich wollte als erstes. Ach komm, quatsch Kannst doch du mal ein mir bisschen. mehr über die Feuerzähmer erzählen? Eure Bräuche, eure Traditionen? Naja, ich denke, Gor ist da der bessere Ansprechpartner. Aber ich werde mein Bestes geben. Na schön. Die Magierkriege. Inwieweit haben sie die Orks betroffen? Kaum. Manche Stämme, wie die Fleischsippe und die Aschewüter, haben die Gelegenheit genutzt, in eure Lande einzufallen. Wie ihr in diesem Dorf Farlonsheim mitbekommen habt. Davon abgesehen haben wir uns einfach nur herausgehalten. Auch wenn wir uns natürlich mit unseren eigenen Problemen rumschlagen mussten. Krell zum Beispiel. Inwiefern hat der Blutbrand die Orks betroffen? Hat er das überhaupt? Er betrifft uns noch immer. Aus irgendeinem Grund trat er bei uns aber nicht so oft auf wie bei den Menschen. Aber als er uns traf, tat er das mit voller Wucht. Es gab zwei Ausbrüche unter den Feuerzähmern. Und jedes Mal verstarben die Betroffenen innerhalb weniger Tage. Den Keran-Clan traf es am härtesten. Interessant. Ich frage mich, warum die verschiedenen Rassen so verschieden darauf reagieren. Tja, ich bin ein Krieger. Kein Schamane oder Ältester. Du wirst es also selbst herausfinden müssen. Ja, kriegen wir auch schon hin. Gut, dann möchte ich noch bitte ein Ich will die bisschen Feuerzähmer in euch trainieren. investieren, glaube ich. Klar. Ich habe da schon ein paar Ideen. Beziehungsweise ich will erstmal, dass du in mich investierst. Das Ding war nicht verkehrt, aber naja. Weil die Chance mit Betäubt zu belegen ist halt schon ziemlich hart. Ansteckendes Leiden würde ich gerne erstmal noch behalten. Das behalte ich gerade mal noch kurz für Iskrim, da muss ich nämlich gleich mal reingucken. Wie darfst du haben, das Schwert gegen Elfen brauche ich nicht. Nur schon. Hier ganz viel. Wir können das jetzt erstmal einmal komplett auffüllen, so. Und dann gucken, was wir uns von den Verbesserungen leisten können. Kostensenkung für Rohlinge und die Verstärkung für die wäre nicht verkehrt. So, dann hast du noch ein bisschen Gold, was du mir abdrücken kannst. Und dann. Knapp 100 Gold. Ja, ich weiß, ich verliere jetzt ein minimales bisschen an Gold. Die kennen wir schon, den kennen wir auch schon. Sehr angenehm, dass sie das hier auch anzeigen. Verwüster war diese hart gepanzerte Kavallerie. Auch nicht verkehrt, wobei die Jäger, ich mag die Jäger. Dann nehmen wir die noch mit rein. Aber hier zumindest ein bisschen was von diesen ganzen Schwertern und so los. Das Ruhe brauchen wir nicht mehr. Das ist noch das. Den kriegen wir noch. Ja, schön. Das ist okay. Sonst zweimal Verstärkung für die Speerkämpfer oder für die Verwüster. Aber die brauchen wir nicht mehr. Sondern die brauchen wir aktuell nicht. Gut, Dankeschön. Ja. Dann wollte ich noch mal kurz gucken. Iskrim.
genau, das war das Ding, was sowohl Lifesteal hat, mehr Schaden anrichtet, als auch Belagerungsschaden. Genau, deshalb behält er die Axt. Also die können wir auch wegwerfen. Das ansteckende Leiden ist halt jetzt die Frage, ob ich das irgendwie noch gebe. Ruht halt auch auf Stärke, was ein bisschen doof ist. Das hätte ich sehr Uram geben können. Das vielleicht nicht verkehrt wäre. Ich meine, seine Geschicklichkeit haben wir eh nicht hoch, groß hochgezogen. Also sein Schaden basiert halt eher auf seinen Fähigkeiten. Dem Ding hier. Das Ding geht halt auf die Waffenstärke. Das Ding geht auf Intelligenz, die ich nicht hochgezogen habe übrigens. Und das geht auf Willenskraft und Schaden zu. Ja, ich sollte ihm vielleicht trotzdem den Speer geben und den Stärke noch ein bisschen hochziehen. Aber ich glaube, er kann den Speer aktuell noch gar nicht führen, ne? Genau. Wenn dafür eine Stärke fehlt. Ist halt leider auch das bessere Schwert, ne? Schade. Okay, das braucht halt nur einen Stärkepunkt. Dafür halt viel Geschick. Jetzt hätte ich gesagt, dass wir auch die Stärke noch ein bisschen hochpushen auf Kosten der Geschicklichkeit, aber gut, behalten wir das Ding erstmal. Und ich will mal kurz gucken. Genau, das war schon der bessere Helm. Die Rüstung, ist die denn für irgendwen mal interessant? Für dich vielleicht? Und sie gar nicht anziehen, weil kannst die wirklich. Ja gut, sie benutzen wir eigentlich nicht. Undergast, du hattest auch so eine Fokusrobe, das ist sinnvoll. Ohin hat einen ziemlich guten Panzer und Iskram hat seine eigene Rüstung. Bisschen noch ein bisschen. Die ist ein bisschen besser, deshalb nehmen wir die jetzt noch mit rein. In Ordnung. Haben wir das auch geklärt. Dann das nächste Volk. Wo waren denn die Elfenschmiede? Bei dem Portal bin ich eher am nächsten dran. Worum geht's? Ach ne. Na gut. Ja, ich weiß, ich hätte jetzt auch einfach noch das Portal bauen können. Psst. Lasst mich. Manchmal mache ich es komplizierter, als es sein muss. Na, sieh mal einer an. Ruelion. Hast du ja. Noch irgendwas Was zu braucht erzählen? ihr? Können wir darüber sprechen, was in Lianon geschehen ist? Was gibt es noch groß zu sagen? Ich hatte vermutet, dass euer General das Dorf neutralisieren wollen würde und habe deshalb überreagiert. Ich weiß nicht, ob Worte mich weit gebracht hätten, aber es war ein Fehler, das Feuer zu eröffnen und so den bewaffneten Konflikt zu erzwingen. Aber ich habe daraus gelernt. Ja. Das war's vorerst. Gut. Wo ist Bis dann, Taha. Der Schmied jetzt. Hallo. Winon oder wer hieß? Doof. Also, Bilron. So hieß er. Warum wird sie mir eigentlich als Händlerin angezeigt? Doch auch Tanne. Das ist schon ein bisschen doof. Ja?
Seid ihr gekommen, um die Früchte meiner Arbeit zu bestaunen? So ungefähr. So, die Dinger haben halt nicht so gute Parierchancen, deshalb weg. Das geht weg. Ausrüstung und den Topfhelm brauchen wir auch nicht mehr. Und zwar würde ich gerne von dir Magier, Druiden. Das sind alles Einheiten, die wir noch gar nicht kennen. Danke. Die sind noch gar nicht haben können. Schützerin. Oh, welche war das nochmal? Jetzt ein bisschen was wieder wegnehmen. Hier dann erstmal nur das Gold kassieren möchte. So knapp 200 kriegen wir von dir noch zusammen. Und habe ich ignoriert, dass ich... Ich habe es wahrscheinlich einfach nur ignoriert, weil ich doof bin, ne? Dass sie, dass ich auch bei ihr die Elfen noch verstärken kann. Ich befürchte es. Also bin ich dann eh wieder näher am... Ja, Ball. Was braucht ihr? Ich will die Elfen... Gerne, aber es wird nicht billig. Ja, Training Mimi. Und Ausrüstung sind kostspielig. Mi. Ganz ehrlich. Das nehmen wir alles. Das nehme ich nicht mehr. Ich weiß halt nicht, ob wir sowas noch brauchen, ne? Hier Lindwurmfleisch zum Beispiel. Lindwurmhaut. Ich hasse es übrigens, wenn ich aus dem Namen nicht mehr weiß, was es ist. Ich glaube, die Waldhüterin war die... Ja, Dingens, war die Bogenschützin der Elfen. Und kriegst noch die Lindwurm-Sachen. Schön. Ja, sieht cool aus. Gut, halt. Dann nochmal schnell zum Typen von den Menschen, der wir von da. Außerdem können wir dann mit Rowan sprechen. Hier steht also alles. Unglaublich. Das alles. Muss ein ganz schöner Tapetenwechsel für euch sein, was? Tja, das kann man wohl sagen. Mein ganzes Leben habe ich davon geträumt, durch eines der Portale zu treten. Und jetzt habe ich es getan. Und es ist wunderschön. Alles ist so gewaltig. Überwältigend. Es wird sicher noch eine Weile dauern, bis ich mich daran gewöhnt habe. Aber wie dem auch sei, es gibt noch etwas, über das ich mit euch sprechen möchte. Ich habe ein paar Dinge von den Inseln mitgebracht, die euch auf euren Reisen von Nutzen sein könnten. Waffen, Schmuck, alles Dinge, die ich über die Jahre in den Ruinen auf unserer Insel gefunden habe. Die meisten von ihnen wurden seit Jahrtausenden nicht mehr benutzt, aber für ein bisschen Gold könnte ich sie wieder in Form bringen lassen. Lasst mich einfach wissen, wenn ihr einen Blick darauf werfen wollt. Werde ich, danke. Okay, das ist natürlich gut zu wissen. Tondai, Taha, benötigt ihr etwas? Schamanenschwert. Das ist nett. Es ist eine Einhandwaffe. Noch ein Dolch, aber gut, der geht auf Stärke, das ist doof. Der Uluias. Einhändige Waffe, Chance mit Bluthorn zu überlegen. Hat aber leider nicht so viel.
Schade, schade. Oh. Das Ding bietet eine 100er Resistenz gegen Eisschaden. Was? Das ist richtig. Also, das ist richtig cool. Das ist nicht gut. Gut, ganz ehrlich, die ganzen Teile eines Golems darfst du gerne haben. Welchen Bizen der Liebe würde ich vielleicht noch behalten wollen? Komische Essenzen. Dann geben wir nicht ganz so viel aus. Haben auf jeden Fall für Uram ein sehr nettes neues Schwert bekommen. So. Noch den Vorteil, theoretisch könnte ich ihm halt jetzt weiß ich, das Ding ist eigentlich nicht so gut, da würde ich auch eher andere Sachen reingeben, wenn ich sie finde. Könnte ich theoretisch den einen Stärkepunkt auch weggeben. Für noch einen Geschicklichkeitspunkt, damit er mal ein bisschen Schaden macht oder halt ein bisschen Intelligenz. Aber gut, so, Thala, was konnte ich bei dir nochmal kaufen? Ja. Lasst mich einen Blick auf ja, eure genau, Entwürfe. Die ganzen Bautempos. Lasst euch Zeit. Stärkung. Aber gut, das ist alles nur entweder Steigerung der Trefferpunkte oder Kostensenkung. Kostensenkung, klar, ist irgendwo gut. Aber nicht, was ich haben möchte. Egard. Endlich fort von dieser verdammten Stadt. Was für ein Chaos. Könnt genau, der Schmied, wie den habt wir... Ihr euch eingefunden? Tja, irgendwie versuche ich mich immer noch an die Vorstellung zu gewöhnen, dass ich von jetzt an in einer alten Stadt der Former arbeiten werde. Aber ich habe euch meine Hilfe angeboten und ich stehe zu meinem Wort. Gebt mir Material und ein paar Münzen und ich verspreche euch, dass ich die besten Waffen und Rüstungen anfertigen werde, die ihr je gesehen habt. Gut, ich bin gespannt. Ja? Definitiv. Ja? Was kann ich für euch tun? Eine Frage. Ihr seid aus den Windwallbergen? Wie ist die Lage im Moment? Seit der Rebellion ziemlich ungemütlich. Reinhold Halid, der ehemalige Kopf von Haus Halid, ist in der Schlacht um Grauschanze gefallen. Und seither regiert sein jüngerer Bruder Weiland das Land. Ihr klingt nicht sonderlich glücklich darüber. Naja, ich weiß nicht. Weiland Halid ist ein kluger Mann, aber ihm fehlt die, naja, Herzlichkeit seines Vorgängers. Ja. Haus Halid ist unter Reinhold Halids Herrschaft nicht gerade erblüht, aber er war ein guter Mann. Ehrlich vor allem. Weiland? Ah, ich weiß nicht. Aber gut, uns einfachen Leuten sind ja die Hände gebunden. Das ist so... Ich möchte die Vielgereisten ausrüsten. Das hatte ich gehofft. Was braucht ihr? Sucht ihr Tränke oder Schriftrollen? Glückwunsch, ihr habt sie gefunden. Ja, nice. Krass, der verändert sogar die Abklingzeit für Zauber. Das ist ordentlich. Ja, der hat für die besseren. Also, er ist vom Prinzip her wirklich der Schmied der Menschen. Gut, also die Waffen sind jetzt nicht so geil, aber. Der Topf hier, der Topfhelm hier ist, glaube ich, ziemlich ordentlich. Aber weiß ich schon mal Bescheid. Dankeschön. Mit dir hatte ich auch schon, mit Tal hatte ich auch schon. Ich mir noch mit dir, bevor ich zu Rohan gehe. Und danach können wir zu Undergast, der sich hier hinten irgendwo da eingefunden hatte. Könnt ihr mir mehr von euch erzählen? Rohan scheint große Stücke auf euch zu halten. Sollte er auch. Was wollt ihr wissen? Was ist eure Aufgabe bei den Vielgereisten? Nun, sagen wir einfach, ich kenne eine Menge Leute. Außerdem bin ich ein halbwegs passabler Kämpfer. Geheuchelte Bescheidenheit. Was habt ihr getan, bevor Rohan die Vielgereisten gegründet hat? Das kommt darauf an, wie weit bevor zurückliegt. Ich habe hier und da ein paar Arbeiten verrichtet und bin dann irgendwann zum Militär gegangen. Was für Arbeiten? Bäckerhandwerk?
Minnesan? Euer Humor ist unbestritten, Taha. Ich war Söldner. Und dann habt ihr euch der königlichen Armee angeschlossen. Ja. Witzigerweise war ich sogar ein Jahr oder so bei der Wolfsgarde. Wirklich? Wie kommt's, dass wir uns nie über den Weg gelaufen sind? Vermutlich daher, dass ich vor eurer Zeit bei der Garde war. Ich weiß, ich sehe nicht so aus, aber ich bin um einiges älter als ihr, Taha. Ich habe unter General Noria gedient, unter Sentenza, noch vor der Katastrophe im Schloss Vastel, wo man euch gefunden hat. Warum habt ihr die Garde verlassen? Ach, da gab's mehrere Gründe. Kurzum, ich war mit ein paar der Dingen, die Sentenza tat, nicht einverstanden. Also bin ich desertiert, so wie ihr. Irgendwo hat er recht, wir haben Befehle verweigert und sind desertiert, ne? Also. Wie auch immer, nachdem ich die Garde verlassen habe, bin ich für eine Zeit ins Söldnergeschäft zurückgekehrt. Dann ist der Magierkrieg ausgebrochen. Alles ist den Bach runtergegangen und ich habe mich versteckt. Schließlich, vor einem Jahr, habe ich Rowan getroffen. Und er hat mir von seiner Idee erzählt. Ich habe unverzüglich zugestimmt. Gutes zu tun, während man nicht an eine Uniform, Befehle und morgendlichen Drill gefesselt ist, war etwas, was ich schon immer tun wollte. Ich habe einfach nie erwartet, dass irgendjemand anderes diese Vision teilt. Läuft bei dir. Nee. Und? Ich möchte bessere Ausrüstung für die Vielgereisten kaufen. Musik in meinen Ohren. Was schwebt euch vor? Was habe ich denn noch nicht? Hier waren die Dingens, hier, Meister, Rekruten. Wie gesagt, eigentlich nichts, was ich jetzt so unbedingt brauche. Nehmen einfach mal die Kostensenkung für den rein. Für den rein. Können wir uns 3 Kostensenkungen. Na schön. Ich denke mal, Geld werden wir auch wieder kriegen. So ist es ja nicht. Ich hätte halt echt gerne. Was ich mir vorstellen kann, wenn wir jetzt. Wir ziehen ja, glaube ich, gegen eine Festung in der nächsten Folge, dass wir dann mal ordentlich Belagerungsgeräte kriegen. Das wäre ganz nett. Was gibt's? Aber. Es gibt da etwas, das ich mich schon seit längerem frage. Nachdem wir im Versteck meines Vaters getrennt wurden, was genau ist danach passiert? Wie kam es dazu, dass du die Rebellion verlassen hast? Gute Frage. Ich glaube, angefangen hat alles mit den Relikten, den Folianten. Erinnerst du dich daran? Ja. Er hatte gehofft, ihre Macht würde ihm helfen, den Krieg zu gewinnen. Richtig. Und es gab da diesen einen Moment, als er das 5. Buch gefunden hatte, als ich etwas begriff. Weißt du, überall waren da diese Leichen, Feinde, aber auch viele unserer Leute. Wir hatten so viel Blut vergossen, Taha. So viel Blut. Aber dein Vater, ihm war das egal. Da war keine Trauer in seinen Augen. Nicht einmal ein bisschen. Und so pathetisch das auch klingen mag, das war der Zeitpunkt, in dem ich verstand, dass wir unsere Vision verloren hatten. Es ging nicht mehr um Ideale, um die Sicherheit der Magier. Es ging nur noch um ihn und seine Ziele, die niemand außer ihm kannte. Das ist doch genau der Grund, warum Zane, Helena und ich ihn verraten haben. Komm schon, willst du mir allen Ernstes erzählen, dass du das nicht früher bemerkt hast? Meinem Vater war es immer nur um Macht gegangen. Nein, du verstehst nicht. Ich wusste, dass es Isamu um Macht ging. Aber er hat uns immer versichert, dass er diese Macht nur für das höhere Wohl einsetzen würde. Und so abwegig war das nicht. Ich meine, stell dir doch mal vor, Taha. Mit der Macht der Folianten hätten wir die Welt vereinen können, zu einer besseren machen können. Keine Verfolgung von Andersartigen mehr, keine Kriege mehr, kein Leid. Ja. Vielleicht könnte so eine Aristokratie funktionieren, ja. Aber sicher nicht mit meinem Vater an der Spitze. Vielleicht nicht. Aber, ich gehe jetzt. Unser Vater ist ja auch. Ne? Also ist das hinfällig. So, der hat sich hier genau einen Stuhl hingestellt. Das war's. Wahrscheinlich hat er sich hier einquartiert oder so. Und wir mal sprechen mal mit Unterwest. Dann gibt es leider kein Portal in seiner Nähe. Das heißt, wir müssen den ganzen weiten Weg laufen. Oh. Ich habe nichts gesagt. Erleichtert vor allem den Rückweg.
Na, sieh mal einer an. Ja, doch. Würde funktionieren. Ich muss zugeben, ich bin beeindruckt. Von Mulandir? Ja, das kann ich verstehen. Fällt mir immer noch schwer zu glauben, dass wir die Ersten sind, die diesen Ort gefunden haben. Eine unwahrscheinliche Verkettung von Ereignissen, ja. Aber dennoch ist es passiert. Isgrim der Zwerg hat mir erzählt, dass eure Worte die Pforte geöffnet haben und dass es Isgrim selbst nicht gelang, dasselbe zu erwirken. Sagt mir, Taha, was haltet ihr davon? Ich glaube, es macht halt Sinn, ne? Wir triggern diese Portale, wir triggern die Gottsteine. Vielleicht bin ich irgendwie mit diesem Ort verbunden. Aber wie genau? Es ist offensichtlich, dass etwas an euch anders ist. Aber mir fällt es schwer zu sagen, was genau. Ich glaube, wir stehen am Rande einer Veränderung. Dinge sind geschehen, Taha. Dinge, deren Ausmaß wir noch nicht einmal im Ansatz verstanden haben. Und sie haben etwas in Bewegung gesetzt. Woher wollt ihr das wissen? Seid ihr eine Art Medium? Ein Medium? Nein, ich bin das genaue Gegenteil. Ein Beobachter, könnte man sagen. Wie ihr vielleicht schon festgestellt habt, fehlt mir die Emotionalität, die die meisten Menschen im täglichen Leben aufweisen. Es ist herausfordernd, mit solch einem Verstand zu leben, aber es gewährt mir gleichzeitig eine einzigartige Perspektive auf die Welt. Und für mich ist es klar, dass der Krieg, den euer Vater begonnen hat, mehr bewirkt hat, als nur der Reinheit des Lichts zu ihrer Geburt zu verhelfen. Er war der Kieselstein, der zu einer tödlichen Lawine werden wird. Ihr sprecht vom Blutbrand. Unter anderem, ja. Aber wie ich bereits sagte, da gibt es noch mehr. All das, eure Reise, die Art und Weise, wie ihr in die Geschehnisse verwoben seid, es ist nur der Anfang. Aber lasst uns diese Diskussion weiterführen, wenn ich euch mehr als nur vage esoterische Andeutungen geben kann. Alles klar, Untergast. Wir unterhalten uns später. Wann genau? Wenn es etwas Neues gibt. Ich werde mich jetzt auf die nächste Mission vorbereiten. Verstanden. Gut. Ja, was benötigt ihr? Wo seid ihr aufgewachsen? Ihr seht nicht aus, als kämt ihr aus Northanda. Das tue ich nicht, stimmt. Ich bin in Empyria aufgewachsen. Empyria? Das ist weit weg von hier. Ich weiß, ich kann mich kaum daran erinnern. Meine Eltern sind vor dem Bürgerkrieg dort geflohen und sind nach Northanda gekommen, als ich erst 4 war. Also wart ihr Flüchtlinge? Ja, ganz so wie viele aus Northanda es jetzt sind. Wir haben anfangs in den Utranlanden gelebt und meine Eltern sind immer noch dort. Wie ist es, in Northanda als Empyrianer zu leben? Kommt drauf an. Mein Eindruck ist, dass die Utraner uns Empyrianern viel kritischer gegenüberstehen als beispielsweise die Bürger Immerlichts. Alles in allem kann ich mich dennoch nicht beschweren. Sowohl mein Vater als auch meine Mutter haben sehr schnell Arbeit gefunden. Und dank meiner Tätigkeit als erster Gelehrter der Schöpfergilde haben sie jetzt ein recht bequemes Leben. Das kann ich mir vorstellen. Und wann habt ihr eure Magie entdeckt? In sehr jungen Jahren. Ich glaube, ich war damals 7. Ich muss einen Ausbruch gehabt haben, aber ich kann mich kaum daran erinnern. Alles, was ich weiß, ist, dass der Dienstherr meiner Mutter, der selbst ein Magier war, mich sofort in Gewahrsam nahm, um mein Talent auszubauen. Er brachte mich nach Immerlicht, als ich 10 war. Und ich bin seither dort geblieben. Interessant. Ihr seid der erste Empyrianer, den ich jemals getroffen habe. Das überrascht mich nicht. Es gibt nicht viele in diesen Landen. Mir ist aufgefallen, dass ihr sowohl weiße als auch schwarze Magie verwendet. Das ist das erste Mal, dass ich einen Magier das tun sehe. Schließen diese beiden Schulen eigentlich einander nicht aus? Normalerweise ja. Die Essenzen der weißen und der schwarzen Magie stehen in scharfem Gegensatz zueinander. Versucht man sie zu kombinieren, hat das für gewöhnlich einen ähnlichen Effekt auf den Verstand des Magiers, wie wenn man Wasser auf brennendes Öl gießt. Ich selbst hatte allerdings nie dieses Problem. Als ich das zum ersten Mal bemerkte, studierte ich gerade in der Arkanen Universität Graufurz. Ich hatte einen weißmagischen Zauberspruch auf ein Kaninchen gewirkt, um seine verwundete Pfote zu heilen, und tötete es dabei versehentlich. Ich war damals sehr jung und wusste, dass mein Professor verärgert darüber sein würde, sollte er es herausfinden,
Also kanalisierte ich meine Energie darauf, um ungeschehen zu machen, was ich getan hatte. Das Ergebnis war ein untotes Kaninchen. Es begann umgehend um sich zu beißen und ich versetzte es zurück in den Schlaf. Aber anstelle des schrecklichen Kopfschmerzes, der laut unseren Professoren für gewöhnlich auf das Wirken zweier Zaubersprüche gegensätzlicher Schulen folgen sollte, fühlte ich, nun ja, Euphorie. Ich setzte meine Experimente während des Studiums fort und fand heraus, dass das, was auch immer diesen Bruch im Geist eines Magiers für gewöhnlich verursacht, mich nicht betrifft. Habt ihr eine Erklärung dafür? Die habe ich nicht. Vielleicht hat es mit der Beschaffenheit meines Geistes zu tun. Vielleicht ist es auch schlichtweg ein Zufall. Das ist seltsam. Aber interessant. Auf Wiedersehen. Gut. Dann gehen wir zurück. Schauen wir uns das mal an. Gerne noch ein bisschen. Komm. Bist du schon da? Es ist manchmal ein bisschen Panne, wenn die hinter dem Portal rauskommen, dann sieht man es halt nicht. Gut, kehren wir zurück nach Mulandir selber, beziehungsweise in den Nexus und sprechen dort mit den anderen mal. Sind ja zumindest noch zwei, drei Leute, mit denen wir quatschen können. So, als erstes, Yuria, du hast mir doch bestimmt was Neues zu erzählen. Kriegen wir noch mit Gar und dann gehen wir zu Iskrim. Wie geht's dir? Gut, würde ich sagen. Danke der Nachfrage. Weißt du, Taha, ich wollte dich schon seit längerem etwas fragen. Ja? Naja, bei all dem Mist, den du durchmachen musstest. Hast du dich je, ich weiß nicht, verloren gefühlt? Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Warum willst du das wissen? Ach, Neugierde, schätze ich. Also, sag. Ja, zwischendurch. Natürlich habe ich das. Dachte ich mir. Weißt du, ich habe dir das nie erzählt, aber in mancherlei Hinsicht unterscheiden sich unsere Vergangenheiten gar nicht so sehr voneinander. Mal davon abgesehen, dass mein Vater nicht versucht hat, die Welt zu erobern. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Erzähl. Ohne das jetzt zu sehr auszubreiten? Ich kannte meine Mutter auch nicht, genau wie du. Und mein Vater war ein Mistkerl. Was ist mit deiner Mutter geschehen? Starb bei meiner Geburt, wie bei dir. Mein Beileid. Schon gut. Ich nehme an, dein Vater und du, ihr seid also nicht gut aufeinander zu sprechen. Messerscharf analysiert, Taha. Nein, sind wir nicht. Ich war und bin immer noch die einzige Erbin der Familie. Und wenn es eines gibt, um das sich mein Vater immer schon gesorgt hat, dann war es Ansehen. Ich weiß, es mag nicht offensichtlich sein, aber ich bin tatsächlich von adeligem Blut. Reines Blut, wie die Fin und mir es nennen. Nichts großartig Bedeutsames natürlich. Niedriger Adel, du weißt schon. Die Sorte, die man in Nordhanda immer auf königlichen Festen findet, wo sie den wichtigen Zucker in den Hintern blasen, um nicht in Vergessenheit zu geraten. Ich wusste gar nicht, dass es in Fin und mir Adel gibt. Oh ja, den gibt es. Sie nennen es nicht so, aber an sich ist Fin und mir eine Aristokratie. Wie das? Naja, wie du vielleicht schon weißt, dreht sich in der Elfenkultur alles um den weißen Baum. Ein Geschenk der Göttin Elen. Vereinfacht gesagt, wird der Baum von einer Gruppe Magier verehrt und bewacht. Von den Sehern, die das Konzil genannt werden. De facto sind sie die Herrscher unseres Landes. 6 Frauen und 6 Männer. Einer alten Überlieferung zufolge sollte, wenn ein Seher stirbt, der Nachfolger vom Konzil bestimmt werden und rein nach Begabung ausgewählt werden. In der Realität sieht das natürlich anders aus. Der Seher wählt in der Regel jemanden aus seiner Dynastie, seiner Blutlinie. Die Familien haben die Macht. Richtig. Und selbst wenn Elfenfamilien an sich klein sind, zählt man all die Vetter und Basen, Tanten und Onkel zusammen, könnten die Mitglieder einer einzigen Konzilsfamilie vermutlich ein ganzes Dorf bevölkern. Mit anderen Worten, je näher die eigene Blutsbande dem Konzil ist, desto näher ist man am weißen Baum. Und folglich steht man dann in der Hierarchie auch höher. Ich nehme an, dein Vater und du seid nicht gut aufeinander zu sprechen?
Das könnte man so sagen. Ich hatte kaum eine richtige Kindheit. Stattdessen erinnere ich mich in erster Linie an grimmig dreinblickende Lehrer, die mir Tag und Nacht Sprachen, Etikette, Mathematik und Magie eingepaukt haben. Ganz zu schweigen von den tausenden bescheuerten Festen und Zeremonien, an denen ich teilnehmen musste. Manchmal habe ich das Gefühl, ich habe politisches Geplauder gelernt, noch bevor man mir gezeigt hat, wie man an den Brüsten seiner Mutter saugt. Oder Hebamme, in meinem Fall. Was war mit Freunden? Naja, ich durfte ins Freie gehen und mit anderen Kindern spielen, auch wenn meinem Vater natürlich wichtig war, dass ich den Umgang mit den richtigen Leuten pflege. Aber das war nie wirklich ein Konfliktpunkt. Ich war die meiste Zeit eigentlich alleine, aus freiem Willen. Wie kam's? Schwer zu sagen. Weißt du, irgendwie habe ich mich anderen Menschen immer schon etwas ferngefühlt. Dir ist ja sicher nicht neu, dass wir Elfen in anderen Dimensionen denken, als ihr es tut. Unsere Leben sind viel länger. Das heißt also, dass ein Elf, der schon 20 Winter gesehen hat, immer noch wie ein Kind aussieht und sich meistens auch so fühlt und verhält. Ich habe mich einfach nie wohl unter Gleichaltrigen gefühlt. Darauf läuft es vermutlich hinaus. Und das hat sich auch nie geändert. Was hat sich dein Vater von diesem Drill erhofft? Ist das nicht offensichtlich? Er wollte mich verheiraten, um unser ach so wichtiges Ansehen zu vergrößern. Ja, das, hätte ich mir jetzt denken können. Das ist eine sehr dumme Frage, aber ich bin auf die Antwort gespannt. Wenn er nur eine Ehe für dich arrangieren wollte, warum hat er dich dann Magie gelehrt? Mathematik? Wenn Töchter in Northanda vermählt werden, dann geht es gewöhnlicherweise mehr um... Naja, wie soll ich sagen? Das Aussehen? Und die Herkunft, ja. Ja, und diese beiden Dinge sind auch in Finon Mir von Bedeutung. Aber um als respektables Paar erachtet zu werden, sind Bildung, Erziehung und vor allem Magiebegabung ebenso wichtig. Für einen Priester, ganz zu schweigen von einem Reinblut, ist es verpönt, um nicht zu sagen verboten, mit einem schlecht erzogenen, unbegabten Straßenelfen gesehen zu werden. Außerdem sind es in Northanda ja ausschließlich junge Frauen und Mädchen, die verheiratet werden, richtig? Ja. Das ist in Finon Mir anders. Wenn das Oberhaupt einer Familie es verfügt, kann einem Knaben oder jungen Mann das gleiche Schicksal blühen. Aber über dieses Thema könnte man ganze Bücher schreiben. Ja. Aber dazu ist es nie gekommen. Ihr seid nie vermählt worden. Fast. Verstehe. Wo ist dein Vater jetzt? Tot. Ein paar Jahre bevor ich zur Priesterin geweiht wurde, hat man ihn ermordet. Ermordet? Was ist passiert? Man hat ihn verwechselt. Aber sparen wir uns die Details. Sie spielen keine Rolle. Auch wenn du dich nicht gut... Ich weiß nicht, das klingt halt zu hart. Finde ich. Das tut mir leid. Ach, muss es nicht. Um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass er tot ist. Sonst lege ich jetzt gerade nämlich neben einem 200 Jahre alten Seher im Bett und würde ihm beim Schnarchen zuhören. Weißt du, Taha... Wenn es eines gibt, das ich aus der ganzen Sache gelernt habe, dann, dass es keine höhere Macht im Leben gibt. Oder wenn doch, dass sie sich einen Dreck um uns schert. Mörder werden 100 Jahre alt, Kinder sterben in der Krippe. Letztendlich ist es unser größter Irrtum zu glauben, es gäbe da jemanden, den all das irgendwie kümmert. Wir sind auf uns selbst gestellt und müssen einfach das Beste aus dem machen, was wir serviert bekommen. Und genau das habe ich getan. Und auch wenn alles nicht so gelaufen ist wie beabsichtigt, bin ich dennoch jetzt hier. Und ich bin frei. Das ist das Wichtigste. Life gives you lemon. Aber dennoch fühlst du dich hin und wieder verloren, oder? Ja, tue ich. Aber ich arbeite dran. Wie auch immer, wir sind ein wenig abgeschweift, oder? Mein Fehler, tut mir leid. Manchmal rede ich einfach zu viel. Bis demnächst, haha. Und danke fürs Zuhören. Oh, dafür nicht, du. Verstanden. Zuhören konnte ich schon immer gut. Weil wenn ich dabei schlafen durfte. So, dann noch zu Gor. Und dann noch zu Istan. Ja, das könnte. Hä? Nein. Wie seid ihr eigentlich ein Gestaltwandler geworden? Ich wurde erwählt. Und wie hat das funktioniert? Es ist kompliziert. Sicher, dass ihr die ganze Geschichte hören wollt? Ich dachte immer, eure Zeit ist kostbar. Ist sie. Aber je mehr ich von euren Fähigkeiten weiß, desto besser.
Schließlich kämpft ihr für mich. Nicht für euch, Taha. Mit euch. Das ist ein großer Unterschied. Das stimmt. Dann eben mit mir. Ihr wisst, was ich meine. Tue ich. Dann fasse ich mich mal kurz. Gestaltwandlung ist ein Geschenk von Zarach. Eines, das nur den besten Schamanen gemacht wird. Und wie wird man Schamane? Man muss von einem Stammeshäuptling ausgewählt werden. Dazu muss gesagt werden, dass magisches Talent unter Orks viel seltener ist als unter Menschen oder Elfen. In meinem Stamm waren es nur Rain und ich. Und wir beide haben unser Talent nur durch Zufall entdeckt. Ich, als ich 9 war und ein Feuer gelöscht habe, das in der Hütte meiner Familie ausgebrochen war. Alle haben geschlafen. Sogar der verdammte Idiot, der Wache hätte halten sollen. Als ich aufwachte, stand der ganze Raum in Flammen. Hm. Also hat euch eure Magie aufgeweckt? Nein, ich musste pissen. Macht Sinn. Und dann? Was ist passiert? Ich bin in Panik geraten und habe zu schreien begonnen, so wie es jedes Kind getan hätte. Das hat aber nur dazu geführt, dass ich den Qualm noch schneller eingeatmet habe. Meine Sicht war verschwommen und ich verlor das Bewusstsein. Als ich wieder aufgewacht bin, lag ich auf einem Bett im Zelt der Dorfschamanin. Und jeder hat mich angesehen, als sei ich Zarach höchstpersönlich. Ich habe sie gefragt, was passiert ist, und sie erzählten es mir. In dem Moment, in dem ich das Bewusstsein verlor, hat es zu regnen begonnen. Nicht nur ein bisschen, sondern ein ausgewachsener Sturm, eine Flut aus dem Himmel. In nicht einmal einer Minute waren alle Zelte im Dorf geflutet. Das ist beeindruckend. Ja, aber leider auch mein letztes erfolgreiches Wetterritual. Ansonsten bestünde Bargagor jetzt aus Blumenwiesen und Wäldern. Den Aussagen meiner Brüder nach hatte ich einen orangefarbenen Schimmer in meinen Augen und habe seltsame Worte gemurmelt, als sie mich zur Heilerin gebracht haben. Sie meinte, dass das ein eindeutiges Zeichen meiner Begabung sei, dass ich Feuer in meinem Blut hätte, wie mein Stamm zu sagen pflegt. Natürlich hat das mein Leben von Grund auf verändert. Urplötzlich war ich der Stolz meines Karls. Es war seltsam, nicht nur für mich, sondern auch für meine Sippe. Wie hat eure Familie es aufgenommen? Sie waren stolz, aber auch verunsichert. Sie wussten nicht mehr, wie sie mit mir umgehen sollten. Zum Beispiel hat mein Vater damit aufgehört, mich mit auf die Jagd zu nehmen, weil er Angst davor hatte, dass etwas passieren könne. Was lächerlich ist, Schamane oder nicht, ein Ork, der nicht mit dem Speer umzugehen weiß, ist kein Ork. Dazu kam, dass meine Geschwister mir gegenüber irgendwie reservierter wurden. Teilweise Neid, ja, aber zum Großteil fühlten sie sich entfremdet. Über Nacht war ihr kleines Brüderchen zu einem Wesen geworden, das laut den Schamanen von Zarach selbst gebissen worden war. Tut mir leid, das zu hören. Ach, werdet nicht albern. Es gibt schlimmere Schicksale, als der eine begabte Ork unter Tausenden zu sein. Ja, das ist irgendwo auch richtig. Wer hat euch ausgebildet? Die Heilerin? Ja, aber nur in ihrem Handwerk. Primitive Geisterbeschwörungen, Alchemie, Medizin. Meine Magie habe ich von einem Ältesten gelernt, der in einer kleinen Hütte 15 Meilen von unserem Dorf entfernt gelebt hat. Jeden Tag stand ich 2 Stunden vor Morgengrauen auf, lief 2 Stunden zu seiner Hütte, diente ihm und kam kurz vor Mitternacht wieder in meinen Karl zurück. Es war eine harte Zeit, ja, aber sie war ebenso einsichtsreich. Diese langen Märsche im Zwielicht, die Einsamkeit am Fuße des Berges, wo seine Hütte stand. Es hat mich geprägt. Kann ich mir vorstellen. Interessant. Und wer war diese Rain, die ihr vorhin erwähnt habt? Habe ich sie erwähnt? Das ist kompliziert. Ich will nicht darüber sprechen. In Ordnung. Okay. Bezüglich dieser Rain, von der ihr mir erzählt habt. Nein, Taha, akzeptiert das. Ja, aber auch zu einfach. Dann auf zu Iskrim. Im letzten im Bunde.
Und hat ja auch nichts mehr zu erzählen gehabt. Sonst alles nur noch schreitet in der Hauptquest voran. Ich bin mal gespannt, was die sich die magischen und technologischen Errungenschaften der. Echt gespannt, was die Hauptquest, wie lange sich das noch zieht. Wir werden sehen. Ich werde auch übrigens den Nexus-Stein erst einfügen, wenn wir auch den anderen haben. Ja, braucht ihr etwas? Ich bin ein wenig in Eile. Ich würde immer noch gerne mehr darüber erfahren, was euch nach Nortanda verschlagen hat. Ach, verdammt noch eins. Und ich hatte gehofft, ihr hättet es vergessen. Na schön, ich erzähle es euch, aber nur unter einer Bedingung. Ja? Dass ich euch im Gegenzug auch eine persönliche Frage stellen darf. Okay. Abgemacht. Dann erzählt mal. Gut, wo fangen wir an? Ich wurde in den Windwallbergen geboren. Verzeiht bitte, ich bin immer noch dabei, meine Gedanken zu ordnen. Es ist lange her, dass ich jemandem diese Geschichte erzählt habe. Also, nochmal von vorne. Ich wurde in Windwall geboren. Ein Kind der Felsen. Ein was? Ein echter Zwerg, wie manche sagen würden. Geboren in der begrabenen Stadt, nicht außerhalb, wie die Händler und Bauern. Ich denke, man könnte meine Familie als privilegiert bezeichnen. Kein Adel, aber meine Mutter und mein Vater führten eine große Stahlschmelzerei, die eine der besten Schmieden Eos beliefert hat. Mondsilberwaffen. Je davon gehört? Ja, die Kommandanten der königlichen Armee tragen solche. Ergibt Sinn. Wie auch immer, über meine Kindheit gibt es nicht viel zu erzählen. Ich hatte zwei Brüder und eine Schwester. Und obwohl ich das älteste Kind war, war ich immer das stillste. Ich habe schnell gelernt, wie man eine Axt führt und kann es noch immer. Aber es hat mir nie Spaß gemacht. Das gleiche gilt für das Handwerk meiner Eltern. Aus irgendeinem Grund schenkte mir Nidhalf ein Händchen für Metallurgie, aber nicht den Wunsch, es zu nutzen. Meine große Leidenschaft hatte schon immer mit der Tinte zu tun gehabt. Bücher. Und ich schätze, eure Eltern akzeptierten das nicht. Ach nein, ihnen war das egal. Ich hatte drei Geschwister, die diesen Beruf ebenso gut wie ich ausüben konnten. Also war die Zukunft meiner Familie gesichert. Im Gegenteil, sie haben es sogar akzeptiert. Was unter Zwergen nicht gerade üblich ist. Insbesondere nicht in Windwall. Sind die Zwerge der Oberfläche anders? Kommt ganz drauf an. Einige sind sehr aufgeschlossen, zum Beispiel die Händler, die viel herumkommen. Andere hingegen sind genauso ignorant wie die aus Windwall. Zwerge sind Traditionalisten, oder? Oh ja, absolut. Sie lieben ihre Keilereien, sie lieben ihr Bier und sie lieben es zu schmieden. Und natürlich lassen sie keine Gelegenheit aus der Welt mitzuteilen, wie sehr. Um ehrlich zu sein, sind diese drei Dinge genau das, was mir in den Kopf kommt, wenn ich an die Zwergenkultur denke. Seht ihr? Und das ist das Problem. Es gibt Vielfalt in jeder Rasse. Weichherzige Orks, Elfen, die sich einen feuchten Dreck um den weißen Baum scheren und Menschen mit... Na, ihr versteht schon. Was ich sagen möchte, viele Zwerge lieben es, die Traditionen zu leben. Aber es gibt auch welche, die nichts mit ihnen anfangen können, so wie ich. Und das ist einer der Gründe, warum ich diese Gruppe so sehr schätze, Taha. Ob wir nun Werkzeuge Aonirs sind oder eben nicht, wir sind alle eines. Außenseiter. Auf die ein oder andere Art. Das stimmt. Also, erzählt. Warum habt ihr Windwall denn nun verlassen? Dazu komme ich gleich. Als ich älter wurde, fand ich Arbeit in der Bibliothek Windwalds. Das war die Zeit, in der ich auch mein Wissen über die Forma vertiefte. Ich verschlang all die Bücher, die in der Bibliothek zu finden waren, und kaufte alle Schriften, die die Händler von außerhalb nach Windwall brachten. Die anderen belächelten mich und nannten mich einen seltsamen Vogel, aber mir war das egal. Je mehr ich las, desto mehr zogen die Forma mich in ihren Bann. Und desto mehr träumte ich davon, kreuz und quer durch Eo zu reisen, um all die unentdeckten Ruinen zu entdecken und ihre Mysterien zu lüften. Gibt es Forma-Ruinen in den Windwallbergen? Kaum. Und die, die es gibt, sind unter Meilen und Meilen aus Fels begraben. Es ist unmöglich, ohne eine gewaltige, teure Expedition dorthin zu gelangen. Verstehe. Und was hat euch davon abgehalten, genau das zu tun? Durch Eo zu reisen? Naja, zwei Dinge. Meine Familie und Gilak. Gilak? Mein, Partner. Ihr hattet einen Partner? Ja. Ich habe ihn bei...
Ach, gehen wir nicht so ins Detail. Tatsache ist, dass wir 6 Jahre lang zusammengelebt haben. Er stand mir sehr nahe, sagen wir es so. Wie stehen Zwerge zu dem Thema Familie? Ach, schwieriges Thema. Für Zwerge sind Familien und Kinder extrem wichtig. Insbesondere, wenn man von adligem Blut ist. Aber es wird akzeptiert, wenn man mit einer Person des gleichen Geschlechts zusammenlebt? Ja und nein. Wenn man es tut, dann hat man gefälligst nicht darüber zu sprechen und tut gut daran, sich eine Frau oder einen Mann zu suchen, um eine echte Familie zu gründen und Kinder des Felsens in die Welt zu setzen. Auch wenn diese Familie nur eine Maskerade ist. Das nicht zu tun ist verpönt. Es gibt sogar ein Wort für kinderlose Zwerge. Dalrak. Das bedeutet so viel wie verstaubter Brocken. Sehr witzig, ich weiß. Das ist traurig. Tja, aber so ist es nun mal. Ich bezweifle, dass sich da in absehbarer Zeit etwas ändern wird. Und, wie bei so vielen Dingen, waren die Former diesbezüglich viel weiter. Solange man die Grenzen seiner Kaste respektierte, konnte man tun und lassen, was man wollte. Verstehe. Aber irgendetwas ist euch passiert, oder? Euch und Gilliak. Ja, die Schwarzstein-Rebellion. Jeder von gehört? Nein. Nein. Ein Putsch. Eine kleine Gruppe Rebellen hat versucht, das Königshaus zu stürzen. Das Ganze war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Die Rebellen waren Antitraditionalisten und wollten eine neue Ordnung etablieren. Einen, der das Volk die Macht hat und nicht der Adel. Gilliak war einer davon. Oh. Bevor sie den Putsch anzettelten, haben sie versucht, eine Art neues Bewusstsein bei den Zwergen zu schaffen, durch Reden im Untergrund. Ein edles Unterfangen, aber leider nicht ganz durchdacht. Die meisten Zwerge scheren sich nicht um Politik, sofern ihre Bierkrüge gefüllt sind. Anfangs hat Gilliak mich aus dem Ganzen rausgehalten. Aber als die Lage für sie schlimmer wurde, hat er begonnen, mich zu drängen, mitzumachen. Einmal hatten wir einen Streit, in dem er von mir forderte, Geld von meiner Familie zu stehlen, um damit die Bewegung zu unterstützen. Es war grauenhaft. Irgendwann, als es hart auf hart kam, erzählte er mir von dem Putsch. Er wusste, dass ich ungeachtet meines Berufs ein herausragender Kämpfer und Erdformer war. Also bat er mich, an seiner Seite zu kämpfen. Du kannst etwas verändern, Iskrim, hier und jetzt. So hat er es formuliert. Bei Nidhalftahar, er war so naiv. Er dachte wirklich, er könnte wie in den alten Legenden sein. Eine Gruppe tapferer Zwerge, die ihren Weg zur Algrimburg freikämpfen, er und ich, Seite an Seite. Ich verstehe einfach nicht. Verzeiht, es ist seltsam, euch das zu erzählen. Kann ich mir denken. Danke für euer Vertrauen. Ja, natürlich. Irgendwann, im Laufe des Streits, habe ich ihm an den Kopf geworfen, dass er vollkommen wahnsinnig geworden sei. Er hat mich mit einer Mischung aus Wut und Trauer angesehen. Dann sagte er, dass ich ein Feigling sei, ein Bücherwurm, der lieber sein ganzes Leben damit verbringt, von der Vergangenheit zu träumen, als die Gegenwart zu verändern. Dann ist er gegangen. Als ich ihn das nächste Mal sah, war er von einem Königsgardisten enthauptet worden. Sie hatten es nicht einmal zu den ersten Treppenstufen der Burg geschafft. Es tut mir leid. Schon in Ordnung. Warum habt ihr der Garde nichts von den Plänen der Bewegung erzählt? Sie hätten ihn aufhalten können. Ja, hätten sie. Aber nur, um ihn und all seine Freunde am nächsten Tag hinrichten zu lassen. Tahar, glaubt mir, ich habe sehr oft darüber nachgedacht, sehr oft. Darüber, was ich hätte tun können und hätte tun sollen. Und wisst ihr, was das Traurigste daran ist? Was? Dass ich immer wieder zu dem Schluss gekommen bin, dass ich nichts falsch gemacht habe. Er war fest entschlossen und egal, was ich gesagt hätte, es hätte nichts am Lauf der Dinge geändert. Manchmal sind einem eben die Hände gebunden. Mhm. Ah. Was passierte danach? Ich floh. Nicht nur, weil ich lieber gestorben wäre, als in unser leeres Haus zurückzukehren, sondern auch, weil die Königsgarde mich über kurz oder lang verhaftet hätte. Unsere Beziehung war kein Geheimnis und ich war in ihren Augen genauso exzentrisch wie Gilliak und seine Freunde von der Rebellion. Und wir wissen ja alle, wie gefährlich Exzentriker sind, nicht wahr? Ich habe meiner Familie einen Brief hinterlassen, in dem ich sie darum bat, mir nicht zu folgen. Dann kaufte ich mir ein Pferd und ritt, soweit es mich tragen konnte.
Das war vor 9 Jahren. Und seitdem bin ich nie wieder zurückgekehrt. Was ist mit eurer Familie? Habt ihr je wieder etwas von ihr gehört? Nicht direkt. Ab und an gehe ich in eine große Stadt und halte Ausschau nach einem Zwerg, der mir ein wenig von Windwall erzählen kann. Aber der Gedanke, zurückzugehen, ich weiß nicht. Irgendwo tut es mir leid für sie, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, jemals wieder einen Fuß in diese verfluchten Steinhallen zu setzen. Aha. Und seither studiert ihr die Former? Ja. Kennt ihr das Sprichwort, jedes Unglück hat seine gute Seite? Wenn es stimmt, dann wäre sie das. Letztlich tue ich jetzt das, was ich mich in Windwall nicht zu tun getraut habe. Ich lebe meinen Traum. Auch wenn der Preis, den ich dafür gezahlt habe, hoch war. Und wisst ihr was, Taha? Was? Es gibt noch einen dritten Grund für meine Faszination für die Former. Gilak, so seltsam das auch klingen mag, etwas in mir will ihm zeigen, dass er falsch lag. Dass die Vergangenheit Wert haben kann und uns in eine bessere Welt führen kann. Verstehe. Tja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Danke für euer Vertrauen, Iskrim. Ich weiß es zu schätzen. Ja, es hat sich gut angefühlt, mit euch darüber zu sprechen. Und das hätte ich nicht erwartet. Aber wir sind noch nicht fertig, Taha. Die Frage, erinnert ihr euch? Richtig. Fragt. Eure Vergangenheit ist noch ungewöhnlicher als meine. Mit einem Mann wie Samu Taha als Vater und ohne Mutter aufzuwachsen und dann auch noch die Sache mit der Magierrebellion. Ihr habt eine Menge durchgemacht. Was ich mich frage ist, wenn ihr eure Vergangenheit gegen eine andere eintauschen könntet, würdet ihr es tun? Was für eine Art von Vergangenheit könnte ich denn wählen? Jede? Jede. Ich glaube schon. Ganz ehrlich. Ich glaube, unter Isamu Taha aufzuwachsen ist nicht so angenehm. Ja, natürlich würde ich sie ändern. Dachte ich mir. Wie auch immer. Es war mir eine Freude, Taha. Und ich hoffe, das Gespräch war nicht zu düster. Andererseits, ihr wolltet es wissen. Ich brauche jetzt ein wenig Zeit für mich, in Ordnung? Sicher. Haltet die Ohren steif. Oh, dann kann jetzt, hat jetzt eine neue Fähigkeit bekommen. Interessant. Moment. Ach so. Das ist also die Neigung. Ist natürlich auch geil, dass das Ding halt so null... null auftaucht irgendwie. Hm. Was ist das denn? Das ist halt Selbstziehen, das verstehe ich halt nicht. Okay, ja, kann ihn halt für 20 Sekunden vollkommen unverwundbar machen. Wird schon ziemlich nice. Okay, also es ist Neigung einfach, wie weit wir mit denen quatschen. Das heißt, wenn wir die ganzen Tests abgeschlossen haben, kriegen die halt ihre, in Anführungszeichen, besondere Fähigkeit. Das ist gut zu wissen. Ich finde es übrigens immer noch sehr, ja, in Anführungszeichen unterhaltsam, dass in dem Spiel hier so ein bisschen die Rollen umgedreht wurden. Ich meine, ne, der Zwerg, der so gar nicht für Tradition zu haben ist und auch vom Schmieden und generell von seinem Volk halt nur in einem gewissen Rahmen was hält. Der Ork, der nicht das Frontschwein schlechthin ist, sondern der weise Zauberer bzw. der weise Schamane. Gut, gibt's irgendwo auch in vielen Ork-Geschichten, oder zumindest Schamanen. Aber je nach Fantasy-Universum sind die auch mindestens genauso blutrünstig, aber das ist jetzt mal... Ne? Kennt man alles. Und die Elfe, die halt auch ja, geflohen ist von ihrem Volk, halt nicht so viel fürs Volk übrig hat. Wie Iskrim es schon sagte, ne? Wir sind halt eine Gruppe Ausgestoßener. Beziehungsweise ja doch Ausgestoßener eigentlich. Läuft's am besten.
Gut, ich würde sagen, wir haben eigentlich alles gemacht, was wir hier machen wollten. Den nächsten Stein fügen wir, wie gesagt, ein, sobald wir den zweiten auch haben. Das heißt, in der nächsten Folge geht es zu Aonias Klinge. Ich bin gespannt, was mich da erwartet. Bis dahin hoffe ich, dass es euch trotzdem gefallen hat, falls ihr das hier überhaupt bis zum Ende geguckt habt. Und bis dahin, bis zum nächsten Mal. Ciao, Freunde.